In der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin wurde am 13. Dezember 2009 die wichtigste deutsche Auszeichnung im Bereich Forschung und Technik, der Werner von Siemens Ring, an Bernhard Meyer vergeben. Die Stiftung Werner von Siemens Ring ehrt Sie als eine Ausnahmeerscheinung unter den deutschen Ingenieuren, der wegweisende technische Entwicklungen hervorgebracht und in seinen modernen Werften in Papenburg und Rostock unternehmerisch umgesetzt hat. Seit 1916 wurde erstmals wieder einem Schiffbauer die höchste deutsche Auszeichnung im Bereich Forschung und Technik verliehen. Ich darf darauf hinweisen, dass es auf dieser Welt nur 4 Werften gibt, die in der Lage sind, solche Schiffe zu bauen. 3 von ihnen sind Teile großer Konzerne. Herr Meyer behauptet sich in diesem, Haifischbecken als einziger Privatunternehmer und baut diese Schiffe mit Gewinn, die er konsequent in seine Werften steckt. Die Erklärung für die technische Überlegenheit seiner Produkte liegt darin, dass Bernhard Meyer es wie kein anderer versteht, technisch-wissenschaftliche Erkenntnisse beim Bau seiner Schiffe zügig umzusetzen. Nur wer schneller als die Konkurrenz innovative Erkenntnisse in Produkte umsetzt, überlebt. Nach der feierlichen Ringübergabe bedankte Bernhard Meyer sich bei den Anwesenden mit den Worten: Ich sehe diese Ehrung als Auszeichnung natürlich nicht nur für mich, sondern ganz besonders für das Meyer-Team und auch für unsere vielen Partnerfirmen, mit denen wir gemeinsam diese Schiffe bauen. Dass ich mich nun als erster Schiffbauer in die ehrenvolle Liste der Ringträger einreihen darf, ist gerade in diesen schwierigen Zeiten eine große Anerkennung für den deutschen Schiffbau. Thank you.